Ah, okay, was für eine Meinung hast du denn jetzt hier über Cerberus? Wie ist das für Sie, für Cerberus zu arbeiten? Ich bin verdammt stolz. Cerberus bewegt wirklich was. Die Allianz und der Rat haben ihre Schädel doch so tief im eigenen Arsch vergraben, dass sie nicht mal mehr ihre Scheiße sehen. Um dieses Ungeziefer von Kollektoren zu tilgen, braucht es menschlichen Einfallsreichtum. Und nur Cerberus hat das erkannt. Ja, und wie bist du dann zu Cerberus gekommen? Wie sind Sie zu Cerberus gekommen? Ist es zu glauben, dass ich mal ein Familienvater war, der im Grenzgebiet in den E-Zero-Anlagen gearbeitet hat? Ich war sogar glücklich. Aber wenn man bei einem Überfall der Batarianer alles verliert, ändert sich alles. Ich wollte etwas bewegen. Ich bin kein Soldat, aber ich habe Talente. Und danach ist Cerberus immer auf der Suche. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Abflüsse reparieren, Luftschächte verlegen, dafür sorgen, dass alle einen vollen Magen haben. Okay, damit kann man was anfangen. Vielen, vielen Dank. Ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Zurück an die Arbeit. Okay, dann haben wir eine neue Quest bekommen, nämlich Zutaten zu finden. Hauptgefechtsstand, da gibt es hier vorne nicht was zu kalibrieren. Der Gunnery Officer hat Zugang zur Gefechtszentrale. Ach ja. Ich würde gerne da vorne hingehen und ein paar Waffen kalibrieren. So aus Nostalgiegründen. Ah, ruckel. Mirandas Büro. Hallo Miranda. Commander, was kann ich für Sie tun? Können wir bitte reden? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Sie haben sicher eine Menge Fragen. Cerberus, ja, ist durchaus. Nicht so böse, wie die meisten glauben. Wenn ich Ihre Zweifel zerstreuen kann, werde ich das gerne tun. Also, was möchten Sie wissen? Ich möchte gerne, dass Sie mir etwas über Kelly erzählen. Erzählen Sie mir von sich, Miranda. Nein, das Kelly! Ist nur fair. Immerhin habe ich in den letzten 2 Jahren alles über Sie erfahren, was es zu wissen gibt. Sie sollten wissen, dass ich umfassend genetisch modifiziert wurde. Es war nicht meine Entscheidung, aber ich mache das Beste daraus. Das ist einer der Gründe, warum der Unbekannte mich ausgewählt hat. Was immer ich tue, ich bin meistens ziemlich gut darin. Sie sind eingebildet. Ja, doch, schon ziemlich. An Selbstbewusstsein mangelt es Ihnen jedenfalls nicht. Es ist einfach eine Tatsache. Meine Reflexe, meine Stärke, sogar mein Aussehen. Alles ist darauf ausgelegt, mir einen Vorteil zu verschaffen. Es macht keinen Sinn, sich davor zu verstecken. Aus genau diesem Grund überträgt mir Cerberus seine gefährlichsten, riskantesten und technisch anspruchsvollsten Operationen. Und deshalb wurde ich auch Ihnen zugeteilt. Es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass Sie Erfolg haben, Shepard. Sogar ihr Aussehen, also... Naja, dann... Also bei mir würde sie da nicht so viele Punkte machen, jetzt mal ehrlich. Aber gut, inwieweit ist sie denn modifiziert? Was hat sie denn? Von welchem Ausmaß an genetischer Modifikation reden wir hier? Sie war ziemlich umfassend. Ich bin in vielerlei Hinsicht überlegen. Meine Wunden heilen schneller. Und ich werde wahrscheinlich 1,5 Mal so lange leben wie ein Durchschnittsmensch. Meine biotischen Fähigkeiten sind auch sehr weit entwickelt. Für einen Menschen. Dazu kommen das beste Training und die beste Ausbildung, die man für Geld kaufen kann. Das Ergebnis ist wirklich ziemlich beeindruckend. Sie ist also perfekt. Klingt, als hätte man sie dazu geschaffen, perfekt zu sein. Mag sein, aber ich bin es nicht. Ich bin noch immer ein Mensch, Shepard. Ich mache Fehler, wie jeder andere auch. Und wenn ich welche mache, sind die Konsequenzen meistens weitreichend. Alle erwarten ziemlich viel von jemandem mit meinen Fähigkeiten. Ja, gut. Das ist natürlich richtig, dass man da auch entsprechend viel erwartet. Aber ich denke, das reicht jetzt auch fürs Erste. Danke. Dankeschön. Für die Information, Miranda. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Wie Sie wünschen. Okay, und hier sind wir erstmal in Ihrem Zimmer. Na, oh, ein nettes Bett. Ziemlich groß für eine Person. Kommt vielleicht Kelly ab und zu mal vorbei? Na gut, dann schauen wir uns mal weiter ein bisschen um, wen wir denn hier noch so finden. Oh, da haben wir ja noch das medizinische Labor. Wen haben wir denn hier? Oh, wer ist das denn? Achso, da steht auch ein medizinisches Labor. Da ist schon wieder Edi. Edi finden wir hier aber auch echt überall. Dr. Chuck, was? Commander Shepard. Ich habe die Normandy mit Ihnen an Bord untergehen sehen. Schön, dass Sie am Leben sind. Gute Frage. Warum sind Sie hier? Ich bin schockiert. Sie dienen jetzt auf einem Cerberus-Schiff? Hat mich selbst überrascht. Dennoch bin ich hier. Ein Trauma, wie Sie es durchlitten haben, hätte die meisten stark verändert. Aber Sie anscheinend nicht. Willkommen zurück, Shepard.
Ja, okay, das wundert mich jetzt so ein bisschen. Wann haben Sie denn die Allianz? Frau Doktor, Sie waren jahrelang bei der Allianz. Warum gerade jetzt wechseln? Nach dem Verlust der Normandy erhielten die Überlebenden der Crew neue Posten. Ich wurde auf der Militärkrankenstation auf dem Mars stationiert. Ein respektabler Posten, aber eben nicht auf einem Raumschiff. Aha, also müssen Sie unterwegs sein, fliegen. Das Militärleben in einer Kolonie ist wohl nichts für Sie. Ich habe den Großteil meines Lebens auf Kriegsschiffen verbracht, ohne zu wissen, was die nächste Mission wohl mit sich bringt. Ich bin gewöhnt an das Brummen der Triebwerke, das Ächzen der Schotten, den leichten Schwindel, bevor die Beschleunigungsdämpfer sich zuschalten. Das Leben auf Planeten ist statisch und langweilig. Okay, und wie sind Sie dann jetzt zu Cerberus gekommen? Sie sind nicht der Cerberus-Typ, Frau Doktor. Ich arbeite nicht für Cerberus. Ich arbeite für Sie. Bei einer Mission, die entscheidend für das Überleben der Menschheit sein kann. Ich vertraue darauf, dass Ihre Verbindung zu Cerberus ethisch einwandfrei ist. Ich vertraue Ihnen, Commander. Ach so, okay. Und wie sehen das mit den Überlebenschancen aus? Es ist sehr wahrscheinlich, dass es von dieser Mission keine Rückkehr gibt. Sind Sie darauf vorbereitet? Ich habe die Rückeroberung von Shang-Chi überstanden, den Skyllianischen Angriff, wir haben die Schlacht um die Citadel und die Zerstörung der Normandy gemeinsam überlebt. Mein Leben war erfüllt. Ich bereue nichts. Ich möchte dafür sorgen, dass die Crew dieselbe Chance bekommt. Okay, kann ich Sie denn dabei irgendwie unterstützen? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich glaube schon. Die Krankenstation ist fast genauso wie die auf der ersten Normandy. Das Einzige, was fehlt, sind meine privaten Reserven. Sogar eine Flasche Ceres Ice Brandy, den ich für eine besondere Gelegenheit aufgehoben hatte. Die kriegen wir wohl besorgt. Ich halte hier oben noch eine Ersatzflasche offen. Oh, das ist nicht nötig. Sowas ist teuer. Und wir haben wirklich Wichtigeres vor uns. Gut, vielen Dank. Wir schauen uns ein bisschen weiter um. Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander. Man wird die Leute aber auch echt nicht los. Was haben wir denn hier? Oh, ein Serverraum. Der Zugang zum VI-Kern ist beschränkt. Okay, oh, 2 Vorbildspunkte bekommen. Gut. Oh, jetzt wackelt das hier schon wieder so. Ach so, das ist, wenn wir rennen, dann wackelt die Kamera so. Gut. Also, hier haben wir, oh, eine Damentoilette. Shepard, die Herrentoilette ist auf der Backbordseite des Schiffes. Ich gehe aber vielleicht lieber hier hin. Ich möchte jetzt hier duschen. Wie eine echte Lady. Los, ich möchte duschen. Duschen. Ja, ich gehe ja schon rüber. Mann. Herrentoilette. Hallo? Ja? Darf ich jetzt hier duschen? Wie eine echte Lady? Auch nicht. Na gut, keine Dusche. Da ging noch eine Tür offen. Hier haben wir noch das Mannschaftsquartier. Oh, da war was. Wie alt? 1 Jahr nächsten Monat. Oh, Sie werden Ihren ersten Geburtstag verpassen. Naja, meine Familie lebt in New Canton. Oh, die Kolonie liegt am Rande des Grenzgebiets. Sie könnte Ziel eines Angriffs der Kollektoren werden, oder? Genau. Es ist entscheidend, dass sie ihren ersten Geburtstag feiern kann. Deshalb bin ich hier. Okay. Dann haben wir hier... Moment, Mannschaftsquartiere? Nö, hier haben wir auch nichts. Hier haben wir nur einige Leute, Mannschaftsquartiere, die hier sitzen. Dann können wir jetzt mit dem Fahrstuhl nach unten fahren, zum Maschinendeck. Gucken, was wir denn dort finden. Überwachungsstation benutzen. UT-74 Kodiak Drop Shuttle. Ach, das da vorne. Das ist ein Kodiak, okay. Ach, da ist schon wieder Edi. Hm, hier haben wir einen Maschinenraum. Das kenne ich ja noch irgendwo her. Das kommen wir selber. Oh, Techniker Donnelly. Heilige Scheiße, Commander. Sie kommen extra wegen uns hier runter? Verdammt, Kenneth. Was sind denn das für Worte? Sie sprechen mit unserem kommandierenden Offizier. Hallo? Ich mache eine Tour durchs Schiff, um meine Crew kennenzulernen. Ich bin Techniker Ken Donnelly, zuständig für die Energieversorgung. Das ist Gabby. Ihr meint eigentlich Technikerin Gabriella Daniels. Ich bin zuständig für die Antriebssysteme. Was können wir für Sie tun, Commander? Ja, erzählen Sie mir also mal, wer hat Sie denn hier ausgebildet? Vor allem im Formaldienst. Wo wurden Sie ausgebildet? Gabby und ich haben bei der Allianz angefangen, auf der SSV Perugia. Sie war bei der Schlacht um die Citadel in der ersten Angriffswelle. Wir haben die Sovereign mit eigenen Augen gesehen. Aha, und dann haben sie die Allianz verlassen. Warum haben sie die Perugia verlassen?
Nach ihrem Tod hat dieser hinterhältige Udina die Reaper-Bedrohung geleugnet. Sie haben die Sovereign als isolierte Bedrohung bezeichnet, als einzelne... Das war scheiße. Sie sagten, ihre Warnungen vor einer größeren Gefahr wären entweder Irrtümer oder Wahnvorstellungen. Wir haben den Respekt vor der Führung der Allianz verloren. Wir müssen den wahren Feind bekämpfen. Und anscheinend tut das nur Cerberus. Okay. Und wie ist dann Ken bei Cerberus gelandet? Sobald sie weg waren, kamen die hohen Tiere von der Allianz und haben wie die Geier alles in Stücke gerissen, was sie gesagt hatten. Ich habe sie in aller Öffentlichkeit verteidigt und mit nichts hinter dem Berg gehalten. Das ist doch untertrieben. Wäre Kenneth nicht so ein begnadeter Techniker, hätten sie ihn wegen Insubordination vors Kriegsgericht gezerrt. Dadurch wurde der Unbekannte auf mich aufmerksam. Er hat mir ein Angebot gemacht und jetzt bin ich hier. Okay, und wie sieht's bei Gabby aus? Wie war es bei Ihnen, Gabby? Kenneth und ich sind Partner, seit wir gemeinsam den Abschluss an der Tech-Akademie gemacht haben. Als er das Angebot von Cerberus bekam, habe ich darauf bestanden, mitzukommen. Ohne mich fällt er doch auseinander. Danke, Mami. Außerdem liebe ich Maschinen. Und die Normandy repräsentiert den derzeitigen Stand der Technik. Ich musste die Gelegenheit, hier zu arbeiten, einfach wahrnehmen. Okay, und was denken Sie über Cerberus? Was halten Sie von Cerberus? Eigentlich wissen wir über die Organisation so gut wie nichts. Wir kennen das Team der Normandy und unsere Mission. Und wir wissen, wer die Befehle gibt. Wir werden den Kollektoren volle Kanne in die Kronjuwelen treten. Mehr muss ich nicht wissen. Ja gut, und beim volle Kanne in die Kronjuwelen treten kann ich bestimmt irgendwie helfen. Ist bei Ihnen hier unten alles in Ordnung? Wir können uns nicht beschweren. Wenn es nur nicht so lange dauern würde, die FBAs zu kalibrieren. Kenneth, Sie beschweren sich. Okay, wo ist das Problem? Was für Probleme haben Sie? Beim Upgrade der Normandy wurde bei den FBA-Kupplungen ein wenig geschlammt. Ich will sie nicht mit Tech langweilen, aber im primären Energieversorgungssystem gibt es eine Reihe von Dämpfern, die die Ableitung im Kraftfeld... Kenneth, Sie langweilen den Commander mit Tech. Kurz gefasst, wenn wir T6 FBA-Kupplungen installieren könnten, wäre der tägliche Wartungsaufwand viel geringer. Gabby, warum unterbrichst du Ken? Ich meine, vielleicht mag ich das Technik-Blabla, so wie aus Star Trek. Okay, also, los, warum haben sie das nicht gleich gesagt? Warum ist sowas noch nicht installiert? Vermutlich nur ein Planungsversäumnis. Die Effizienz leidet nicht darunter. Es betrifft lediglich die Wartung. Außerdem ist das Modell T6 ziemlich schwer aufzutreiben. Nation Stellar Dynamics hat die Produktion eingestellt. Auf den Märkten auf Omega könnte man vielleicht ein paar Gebrauchte finden. Aber für einen Landgang fehlt uns die Zeit. Okay, gut, dann schauen wir mal, wenn wir es unterwegs finden. Ich bin überrascht, dass Shepard uns hier unten besucht hat. Hab ich doch gesagt. Hallo Kern. Sehr schön. Können wir hier nochmal ein bisschen nachgucken? Was haben wir denn hier? Ah, hier geht's ja noch runter. Unterdeck. Ab ins Unterdeck. Oh. Hallo? Aha. 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 Hier gibt's dann aber ansonsten auch nichts. Okay. Achso, hier kann ich einfach nur die Seite wechseln. Ja, gut. Das hilft mir jetzt auch nicht so viel weiter. Yeti, hier geht's nicht. Da geht's nicht. Fahrstuhl. Hier geht's auch nicht wieder runter. Ne, dann sind wir hier auch durch. Dann bleibt nur noch das Quartier des Captains. Ha. Oh, Fischis. Keine Fischis. Privater Terminal. Ehrenmedaille. Erfolge ansehen. Zurück. Panzerungssprint. Was haben wir hier? Edi? Achso, da ist Edi. Panzerungssprint. Musikanlage. Oh yeah. Da können wir hier beim Panzerungssprint mal unsere Panzerung ein bisschen anpassen. Oh, okay. Und was für ein Typ haben wir denn? Oh, Cerberus Sturmpanzerung. N7 Helm, N7 Atemgerät, N7 Brustplatte, N7 Schulterschutz, N7 Handschuhe, N7 Beinschiene. Mehr haben wir noch nicht. Ich muss das richtig sehen. Material, Farbe. Okay, informelles Aussehen. Achso, was will ich denn sonst tragen? Oh ja. Ja, nee, da bleiben wir genau hier. Das hatten wir, glaube ich, schon.